Willkommen, meine Lieben, und nochmal willkommen zu Star Wars Knights. Was ist los? Knights of the Old Republic, meine Lieben. Es passiert was. Kavanata Gallo! Kavanami Donki Krato. Das ist der Begleiter. Ob er etwas weiß? Kavadumba Munsuru Kupla Liyawa. Bo Bagaragawanda Yaitua Ulwanji Yuma. Yatuka Ulwanrika Chotin Wanima Urata Wakata Chiluma Lithba. Okay. Tu nitsa manja yumarlo. Dovre kun mili wosa slima po guanga samoana nucha. Dovre kun mili wosa slima po. Ich hab viel zu tun. Ich habe jetzt keine Lust gerade darauf. Ich will endlich mal weiterkommen. Redet mit Husef, wenn ihr wissen wollt, was los ist. Ich will nicht wissen, was los ist. Ich weiß ja, was los ist. Der gute alte Husef wird mir da auch nicht weiterhelfen können. Okay. Ey, ich muss langsam an die Exchange mal rankommen. Das bringt mir alles nicht wirklich weiter. Ich habe jetzt keinen Bock da drüben. Ach komm, wir laufen trotzdem da drüben lang, dass wir die ganze Karte hier unten mal erforscht haben. Husef. Ach, diese scheiß Exchange, Mann. Wir müssen doch irgendwie an die rankommen. Das kann's doch nicht sein. Was können wir noch tun? Oh. Exchange Goner. Seid ihr der Neue? Ja, ich bin der Neue. Ah, ganz cool. Stört dich doch nicht. Bald werdet ihr den Schlag! Also echt, dass wir nehmen die Exchange ja wirklich auseinander hier. Von dem her frage ich mich echt, warum die sich nicht langsam mal bei uns melden. So, hey, ihr habt schon irgendwie 100 von unseren Leuten gekillt. Wollt ihr nicht langsam mal... Er hat keine Chance! Ich weiß, dass er keine Chance hat. Sehr schön. Was gibt's hier noch zu holen? Okay. Sicherheitstür. Okay. Was haben wir denn hier? Exchange Gauner. Aha. Zarquesh persönliche Wache. Zarquesh, hallo. Ich hörte, dass ihr Nasha da überzeugt habt, sich an mich zu verkaufen. Ha? Wunderbar. Ihr amüsiert mich. Ihr seid sehr sympathisch für einen Menschen. Ah, das hier Nada. Nehmt dieses Bezeichnungszeichen meiner Dankbarkeit. Ich bin mir sicher, dass jemand wie ihr Verwendung dafür hat. Das ändert aber nichts an meiner Verachtung für euch. Ah, das ist der Anfang der Exchange hier. Ich habe der Flüchtlingsfrau Karana einige Credits abgeluchst. Wollt ihr einen Anteil? Möglichkeit, ne? Hier sind 25 Credits. Lasst die Flüchtlinge in Ruhe oder ihr müsst. Ich muss euch töten. Was er so lange überleben konnte. Ah, sehr schön. Let's go. Oh! Das gefällt mir aber gar nicht. Nein, wie weit das hochgegangen ist, doch, Leute. Das wollte ich ja nicht mal. Ich dachte einfach nur, ja, ich bedrohe den mal. Bastard. Oh, von wo kommt der denn? Jetzt habe ich mich mega erschreckt. Fettsack, ey. Okay.
Ihr seid kein... Eine Schwäche wird offenbar. Keine Herausforderung für mich. Das Tagebuch lese ich gleich. Ich will die nur alle noch aus einer... Ah, sind schon tot. Also. Du hast die Anführer der Sekro eliminiert und die Exchange aus dem Flüchtlingsviertel entfernt. So, also wenn jetzt der Exchange mal aufmerksam auf mich geworden ist, dann weiß ich auch nicht weiter. Dann weiß ich wirklich auch nicht weiter. Ich habe hier unten ja echt... Oh, jetzt habe ich echt mega viel helle Punkte bekommen. Das wollte ich überhaupt gar nicht. Nein, diesen plus 8 Stärke-Bonus, der ist jetzt weg. Ach Mann, das macht mich gerade sauer. So. Fettsack, ey. Wichser. So. Jetzt hätte ich hier alles erforscht, sozusagen. Ich gehe mal raus hier. Ach, die dunklen Punkte, die holen wir schon irgendwie. Wird sich schon irgendwie ergeben. Neue Tage. Mal sehen, drei Spice-Ladungen nach Elysia. Alles eingerechnet macht das dann... Nein, das kommt nicht hin. Karmacht, ihr seid schon hier. Ich dachte, ihr kommt erst... naja, jedenfalls noch nicht jetzt. Ein fremdes Schiff besitzt den Landeplatz der Red Eclipse. Ja, ich... Naja, wollte es ihm ja erklären, wisst ihr, aber... Ich hatte keine Wahl. Diese Schlägertypen sind hier aufgetaucht und sie haben gesagt, ihr sollt sehen, wo ihr bleibt. Und ich habe gesagt, nein, nein, wir reden hier von der Red Eclipse und... Okay, dann werden wir doch mal den einen netten Besuch abstatten. Ich nehme an, dass sie vor meinem Schiff vielleicht warten oder so. Jetzt müsste ich natürlich nur schnell wissen. Ja, ich muss in die andere Richtung, habe ich mir gedacht. So. Ja, hier lang, genau. Bin ich mal gespannt, wie die... Da vorne sind sie auch schon. Dort ist er, genau wie man uns gesagt hat. Ihr habt versucht, das Gebiet der Red Eclipse an euch zu reißen. Euer Leben ist verwirkt. Deine Mutter ist verwirkt. Einer weniger. Der läuft irgendwie weg. Auch weg. Austeilen könnt ihr schon. Und tschüss. Sind die jetzt auf meinem Schiff oder wie? Boah, da will ich hier durchdrehen. Oh, wir sind Levelaufstieg. Wir kümmern uns gleich darum. Aber erstmal will ich sehen, ob die auf meinem Schiff. Die Bastarde, ey. Oh, diese Wichser. Ich räume mal hier dran jetzt auf, ey. Ah, ich glaube, ich muss das machen, sonst kriege ich die EP-Erfahrungspunkte überhaupt nicht. Plus 4 Stärke. Fähigkeiten. Ja. Yeah. Aber überreden will ich jetzt gerne noch mal wissen. Hochmachen. Talente. Dödlödün.
Da, 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 da. Was haben wir da gerade? Jeder erlittene Schaden verletzt sich da. Ja, zwei Punkte angehen. Ah, finde ich auch gut. Was machen wir denn? Was haben wir denn hier? Ah, wir wollten das mit der Seuche ja machen, stimmt. Oder? Machen wir das nicht? Ah, ne, Laserschwertwurf. Sehr schön. Sehr schön. Keine Chance. Alter, wieso sind denn da so viele hier drin? Was hat denn der fürs Gefühl, ey? Hier ist nichts mehr. Wie sind denn das noch? Was war der? Keine Chance. Oh, da ist er. Das ist das Revier der Red Eclipse. Wir werden uns nicht ohne Blutvergießen ergeben. Ja, Junge, ich habe schon 30 von den Leuten gekillt. Wir haben den Dieb schon. Wir fingen ihn, als er an Bord kroch und das Schiff stehlen wollte. Ah, der Bastard. Den kennen wir. Macht euch bereit zu sterben. Ach. Wie kann ich dienen? Na, da ist er. Ja, sehr schön. Oh. Du hast den Crew der Red Clips bekämpft. Die Ebonhawk gehört wieder dir. Das finde ich gut. Der hat auch vorher mir gehört. So, dann haben wir die mal aus. So nebenbei, so by the way, haben wir mal gerade 40 Leute umgebracht. Keine Chance hat der gehabt. Was können wir als nächstes tun? Da oben ist noch ein Raum, wo ich noch nicht drin war. Schauen wir doch mal danach, oder? Ja, ich denke schon. Big, steh auf und geh nach Hause. Sonst sage ich Modo, er soll... Ah, ein neues Gesicht. Hereinspaziert. Hallo, neues Gesicht. Willkommen in Lupus Whoop Galerie. Ihr seid dieser Besitzer dieses Etablissements? Ja, ich heiße Loopstar. Loopstar. Und wer seid ihr? Ich bin ihr. Ein wahrer Freund, ein neues Gesicht zu sehen. Es kommt nur selten vor, dass wir einen neuen Piloten begrüßen dürfen. Ah, ich habe keinen Bock jetzt da irgendwelches Rennen zu fahren. So überhaupt nicht. Oh, was haben wir denn? Ah, ich kann wieder jemandem helfen. Kann ich fahren? Ich will fahren. Ach, vergiss es. Ich hab keinen Bock zu fahren. Dass die mich nicht angreifen, wenn ich hier das ganze Zeug rausnehme. Ah, muss hier sein irgendwo. Kann ich euch irgendwie helfen? Wonach sucht ihr? Interface. Lubu-Druid hat ein Interface-Modul für ein Streetbike. Sucht ihr nach einem Gerät wie diesem hier? Ja, mit diesem Modul kann der Druide sehen, was um ihn herum passiert. Und das heißt... Und dadurch kann er Hindernisse ausweichen, allen Hindernissen, sogar den anderen Swoop-Bikes. Wieso soll ein anderes Swoop-Bike ein Problem sein? Lupo fährt nicht einfach nur rennen. Er ist der Einzige, der die Strecke rückwärts fährt. Rückwärts? Andere Swoops kommen von vorne. Schwer zu erkennen vor dem Crash. Es sei denn, ihr stehlt das Modul. Das Modul gehört zum Druiden und kann nicht entfernt werden. Und wonach sucht ihr?
Ich habe keine Zeit für so etwas. Oh, Leute, ich habe keinen Bock auf irgendwelche Rennen. Ah, Leute, 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 wo müssen wir denn hin? Ich habe keinen Bock, mit der zu reden. Oh, was haben wir denn hier oben? Docks von Nasha da. Oh, da waren wir noch nicht. Sehr schön. Oh, ein Wookie. Die Fesseln stehen dir. Wie war dein Treffen mit Goto? Tödlich, hoffe ich. Nur ein Schatten und seine Stimme. Er wagt es nicht, andere gegenüberzutreten. Er ist... Ich bezahle dich nicht, dass du ihn jagst, Wookie. Du sollst ihn töten. Mir scheint ein anderer Bastard von einem Kopfgeldjäger hätte mir besser gedient. Ihr werdet keinen besseren Kopfgeldjäger finden als Hanha. Hanha, der in der Schattenlande von blablabla hinabstieg und zurückkehrte mit dem Krallen. Der Errungenschaft irgendeiner Primaten auf rückständige Waffen kümmere mich nicht, Hanha. Ich interessiere mich nur für die Errungenschaften hier auf dem Schmugglermond. Aber wenn ihr der Aufgabe nicht gewachsen seid, dann vielleicht die Menschenfrau Mira. Obwohl sie magersüchtig und absolut faltenfrei ist, soll sie weit fähiger als ihr sein. Also der will unbedingt diesen Goto töten. Okay, der hat anscheinend, dieser fette Qual hat anscheinend ein Problem mit Goto. Das bedeutet, keine Ahnung, was das bedeutet. Oh, was haben wir hier? Inaktiv. Herr Gauner einfach. Ein paar Mandalorianer. Keine gute Idee, ohne Einladung das Zimmer eines Mandalorianers zu betreten. Warum geht ihr nicht zurück nach draußen und überdenkt eure Entscheidung noch einmal? Ich fühle mich hier eigentlich ganz wohl. Ihr habt wirklich Mut, was? Na gut, ihr habt es euch verdient. Was wollt ihr? Alle eure Wertsachen. Wieso drehen wir die Zeit nicht ein paar Sekunden zurück und ihr überdenkt eure Entscheidung noch einmal? Gebt mir alle eure wertvollen Sachen, die ihr besitzt. Mut oder Todessehnsucht. Hört mal, ich werde uns beiden einen Gefallen tun und das überhören. Nein. Dachte, das hätten wir schon Ich lerne nur langsam. Wenn ihr das nicht ändert, werdet ihr auf Nasha Dar nicht lange überleben. Und jetzt Ich dachte, das hätten wir schon Schade, ich kann nicht gegen die kämpfen. Ich wollte einfach nur mit euch reden. Sicher was einfallen. Aber dummerweise will ich nicht mit euch Ah, schade. Dann habe ich es wohl verwirkt. Oh, was haben wir denn hier hinten? Eine Metallkiste? Also eigentlich bin ich ja nicht so ein Klaue, einfach Sachen, aber da machen wir mal eine Ausnahme, ne? So, was haben wir hier? Was soll ich wissen, wo dein Captain ist? Noch eine Kiste. Nicht wirklich was ich brauchen kann. Was haben wir hier? Aha. Tanto todos, du Mukarata. Meiranganoroto. Wer seid ihr? Ich bin hier, ich sehe mich nur etwas um. Wie wäre es, wenn ihr mir erst einmal sagt, wer ihr seid? Das ist mein Zimmer. Warum stört ihr mich bei der Arbeit? Sagt mir, was hier vor sich geht. Ja, ich versuche alles zum Laufen zu bringen. Ziemlich schwierig. Es ist reine Zeitverschwendung, diesen Müllhaufen zum Laufen zu bringen. Mit dieser Ausrüstung kann ich auf der Mikrosystem zugreifen. Warum tut ihr das? Um das Signal zu triangulieren, das verdammte Signal.
Wartet auf eine bestimmte... Wartet ihr schon gleich. Ja, nee, mit der hat auch nichts. Ach, ich komme irgendwie... Keine Ahnung, nicht weiter. Ich komme irgendwie nicht weiter. Oh, ein Iturianer. Gehört ihr zur Landebehörde? Falls ja, ich zahle die Abfluggebühr nicht. Da könnt ihr mir ja gleich... Ihr seid nah genug. Macht euch bereit zu sterben. Ich möchte nicht gegen euch kämpfen. Wenn es sein muss, tötet mich. Ja, dann. Und tschüss. Der eine hat der Quelle einfach... Brutalität raubt mir den Nerv. Ach, du wirst schon darüber hinwegkommen. Ja? Ja? Bist der Levelaufstieg, also beruhig dich. So. Vielleicht kommen wir langsam aber sicher. Mal wieder ein bisschen runter hier. Ja, ja. Was haben wir dann hier noch so Schönes? Nichts. Oh, ein Rucksack. Easy. Und hier? Luther. Ich weiß nicht, wer ihr seid, aber ihr seid in den falschen Raum eingebrochen. Verschwindet und lasst eure Wertsachen da. Ihr habt euch den falschen Raum zum Sterben ausgesucht. Das werden wir ja sehen. Wenn hier jemand stirbt, dann ihr. Okay. Wollte ich den jetzt umgebracht haben, oder ist was? Ist euer Blutdurst endlich gestillt? Nein, noch lange nicht, Kreia. Noch lange nicht. Easy, da komme ich nicht rein. Ah, die Exchange soll uns endlich kontaktieren. Die gute alte Exchange. Fassa. Warum ihr unterbrechen mich? Ich viel zu tun, viel Arbeit. Also ihr wollen? Ich will mit euch über die Exchange reden. Was wollt ihr wissen? Wie kann ich mit ihm reden? Warum ihr sprecht mit Exchange? Egal. Nicht entscheiden. Wann mit ihnen sprechen? Exchange beschließt, mit euch zu reden. Am besten, ihr bleibt versteckt und nicht sprechen mit Exchange. Ihr wollt nicht ihre Aufmerksamkeit, glaube ich. Also alle sagen, ich soll die Aufmerksamkeit auf mich lenken. Und die sprechen mich irgendwann an. Aber sie tun... Ey, Digga, ich habe da unten das ganze Flüchtlingslager ausgeräumt. Was wollen die denn noch? Ich habe über 30 Soldaten von denen gekillt. Ja, hier ist auch nichts wirklich. Exchange, Exchange, Exchange. Da komme ich nicht rein. Sicherheitstür, Bith. Ah, versperrt. Also, wenn ihr eine Audienz mit Vogar wollt, solltet ihr einen guten Grund dafür haben. Ihr werdet mich hier reinlassen, wenn ihr wisst, was gut für euch ist. Ach so ist das also, wie? Das dürfte interessant sein. Ja bitte, Vogar erwartet euch. Besser für dich. Oh, das ist der. Also erstmal. Seid willkommen, Gäste Vogar. Bitte folgt mir, mein Meister erwartet euch. Ja, easy. Easy? Warum belästigt ihr mich, Mensch? Ihr macht meinen Karthunden wild. Und mich auch, ich höre. Ich möchte mehr über die Exchange wissen. Ich nehme keine Befehle von aufgeblasenen Schnecken entgegen. Die Exchange ist wie ein guter Pilz. Nur verbreitet sie sich nicht so langsam, schleichend und unauffällig. Sie... Ja, Bruto treibt mich in den Wahnsinn, wie gern. Ich will einen guten Blut an Bord fahren. Was hat Goto euch angetan? Ich weiß nicht, wie ich es mache. Wenn ich mich um Goto kümmere, wärt ihr bereit, die Citadel Station mit Treibstoff zu versorgen? Wie? Ihr würdet... Was verlangt ihr? Ein faires Geschäft für Telos. Ein Finderlohn natürlich. Jeder will seinen Teil deiner Kuchen. Ihr werdet ihn kriegen, das wird es. Das müsste gut erledigt werden.
Noch was? Wenn nicht, weißt du ja, wo die Tür ist. Ich möchte mehr über die Exchange wissen. Ah, das haben wir schon. Was hat Luther euch angetan? Das haben wir schon. Ja. Du hast den Zugang zu Burger und der. Ja. Also, da komme ich nicht rein. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Da vielleicht? Sehr schön, einfach mal eingebrochen. Aber da ist ja nichts. Ach ja. Da komme ich ja nicht rein. Okay. Sieht mir eher nach einem der Sith aus. Hanha. Deshalb riecht es hier so streng. Ich hab's dir schon mal gesagt. Jag deine eigene Beute. Finger weg von meiner. Hey, bist du durch die Arbeit für die Hutten völlig verblödet, Hanha? Wenn du mich anrührst, brichst du die Waffenruhe. Und dann bist du ein verdammt totes Fellknäuel. Oh. Der scheint ja ganz schön wütend auf dich zu sein. Vielleicht muss ich nur sehen, wie deine Knochen brechen, wie du dich vor Schmerzen windest, bevor ich sterbe. Damit die Lebensschuld vorbei, Hanha. Lass es, Hanha. Ich warne dich. Ich will deine Lebensschuld nicht, Hanha. Wie oft muss ich dir das denn noch sagen? Du hast recht, ich habe Angst. Hm. Angst, dass ich meine Raketen zünde und uns nach Nelhatta schieße, wenn du mir weiter auf die Nerven gehst. Bevor ich mich von dir nochmal erwischen lasse, sterbe ich lieber. Okay, wie gesagt, die beiden scheinen ja ganz schön Stress miteinander zu haben. Irgendein Droide. Hey du Mensch, du willst doch nicht in den Jack-Jack da, oder? Ich gehe, wohin ich will. Wie du willst, aber ich warne dich. Wenn du da reingehst, stirbst du. War das eine Drohung? Ihr mir versteht meine furchterregenden Freund hier. Ich will euch nur warnen. Es ist eine Bar für Fremdrassen, nicht für Menschen. Die giftigen Gase da drin wären tödlich für einen empfindlichen Spezies wie euch. Verstehe. Andererseits... Niemand hindert dich im Reingehen, Mensch. Die Frage ist, ob du wieder rauskommst. Also, lieber mal abspeichern schnell vorher, wenn da drin so Gift ist und so. Okay. Also, meine Lieben, bevor wir jetzt aber da reingehen, würde ich sagen, wir beenden diesen Part an der Stelle. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Ich fand's wieder cool. Ja, und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein bei Star Wars Knights of the Old Republic 2. Und bis dahin, haltet die Ohren steif. Ciao!